Arbeitsablauf sieht eigentlich so aus. Da kann man eigentlich die vorgefertigten Blöcke reinziehen, damit die Zeichnung konstruieren, den Plan machen und dann kann man aus dem automatisch Stücklisten erstellen und dann nachher die Übergabe auf die Maschine, die man direkt machen kann. Es hat viele innovative Ideen von RWDM. Sachen, die recht aufwendig sind zum Programmieren, die am Bankschreiner aber sehr viel helfen beim Zusammenbauen der einzelnen Möbel. Und wenn das jeder selber machen müsste, ja, man hat eigentlich wenig Zeit. Das ist sicher ein Vorteil für alle Beteiligten.